Setzen Sie ein. Präpositionen und Artikel. Er sitzt im Café. Wo? Dativ. Sie geht ins Café. Wohin? Akkusativ. Er ist in der Bar. Wo? Dativ. Sie geht in die Bar. Wohin? Akkusativ. Er ist auf dem Balkon. Wo? Dativ. Sie setzt sich auf den Balkon. Wohin? Akkusativ. Er sitzt auf dem Stuhl. Wo? Dativ. Sie setzt sich auf den Stuhl. Wohin? Akkusativ. Er backt mit dem Ofen. Dativ. Sie nimmt es aus dem Ofen. Dativ. Er arbeitet im Büro. Wo? Dativ. Sie kommt ins Büro. Wohin? Akkusativ. Er ist im Hof. Wo? Dativ. Sie geht in den Hof. Wohin? Akkusativ. Er ist im Auto. Wo? Dativ. Sie fährt in einem Auto. Wo? Dativ. Er liest in der Bibliothek. Wo? Dativ. Sie kommt aus der Bibliothek. Dativ. Er sitzt auf dem Sofa. Wo? Dativ. Sie setzt sich auf das Sofa. Wohin? Akkusativ. Er liegt auf dem Liegestuhl. Wo? Dativ. Sie legt sich auf den Liegestuhl. Wohin? Akkusativ. Er arbeitet in einem Garten. Wo? Dativ. Sie geht in einen Garten. Wohin? Akkusativ. Er sitzt an der Bar. Wo? Dativ. Sie setzt sich an die Bar. Wohin? Akkusativ. Er ist in einem Taxi. Wo? Dativ. Sie steigt in ein Taxi. Wohin? Akkusativ. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein. Wohin geht er oder sie? Er oder sie geht zu Leo. Zu ihm. Zum Termin oder zum Bahnhof oder an den Bahnhof. Ans Ende oder zum Ende. Über Leichen. Weg. Er oder sie geht heim. Zu einem Typ. Zu uns. Los. Zum Regal oder ans Regal. In die Wüste. Zum Parkplatz oder auf den Parkplatz. Zur Bank oder auf die Bank. Zur Stelle oder an die Stelle. Ins Büro oder zum Büro. Zur Arbeit, in, auf oder an die Arbeit. An die Arbeit heißt anfangen mit der Arbeit. Zum Markt oder auf den Markt. Auf die Reise. Nach London. An den Tisch oder zum Tisch. Zu Ihnen. Aufs Klo. Zum Kühlschrank. In den Wald. Zum Essen. Wenn es die Stadt Essen ist, nach Essen. Zum Briefkasten. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und hier findet ihr einige Webseiten für weitere Ideen. Bis dann, ciao!
Setzen Sie ein. Er geht in, an, auf, nach, zu und so weiter. An den Strand. In den Supermarkt oder zum Supermarkt? Zu Anna. Zu uns. Ins Zentrum. Ins Haus oder zum Haus? An den Fluss. Zu Nina. In einen Park. Aufs Land oder in ein Land. Aufs Land, das ist das Land, nicht die Stadt. In ein Land, die Nation. Weg. Ins Auto oder zum Auto. Auf den Platz oder über den Platz? Über den Platz heißt überqueren. In den Bahnhof oder an den Bahnhof? Ins Bett. Zu einer Freundin. Ins Büro. An die Tankstelle. In den Laden. Auf eine Reise. Nach Griechenland. Auf den Heimweg. An den Eingang oder zum Eingang. Zum Roller. Nach hinten. Ins Klassenzimmer. Ans Ende oder zum Ende. Dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein. Er ist in, an, auf, bei oder zu. Am Strand. Im Supermarkt. Bei Anna. Bei uns. Im Zentrum. Im Haus. Am Fluss. Bei Nina. In einem Park. Im Land oder auf dem Land, wenn es nicht in der Stadt ist. Weg. Im Auto. Am Platz oder auf dem Platz. Im Bahnhof oder am Bahnhof. Im Bett. Bei einer Freundin. Im Büro. An der Tankstelle. Im Laden. Auf einer Reise. In Griechenland. Auf dem Heimweg. Am Eingang. Auf dem Roller. Hinten. Im Klassenzimmer. Am Ende. Davor. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein Verb mit Präposition. Er begann damit. Womit fing er an? Sie fing damit an. Er hörte damit auf. Es stinkt hier nach etwas. Es ging zu Ende. Ich zweifle sehr daran. Er war ihr dafür dankbar. Wofür oder wozu brauchst du das? Wann hat es aufgehört? Sie bat ihn um Hilfe. Das war das Ende davon. Pass darauf auf. Sie erinnert sich an ihn. Warst du darüber erstaunt? Er hatte damit gerechnet. War sie damit einverstanden? Er reagierte nicht darauf. Sie war auf ihn angewiesen. Ich bezweifle es. Sie dankt ihm dafür. Er war in sie verliebt. Nimmst du daran teil? Wodurch hast du es erfahren? Die Teilnahme daran ist Pflicht. Er beteiligte sich daran. Hat er sich nach mir erkundigt? Sie gewöhnte sich daran. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein Verben und Ausdrücke im Präteritum. Es stand außer Frage. Sie nahm die Hilfe in Anspruch. Er fasste einen Entschluss. Sie beging einen Fehler. Das kam nicht in Frage. Das spielte keine Rolle. Es stand zur Verfügung. Er stellte es zur Verfügung. Sie nahm darauf Bezug. Er gab ihr Unterricht. Sie geriet in Gefahr. Er hielt eine Rede. Sie legte darauf Wert. Er nahm es in Kauf. Das Gesetz trat in Kraft. Er traf eine Entscheidung. Sie kam ums Leben. Er stellte alles in Frage. Sie gab sich Mühe. Er übte Kritik daran. Sie schlug es in den Wind. Er gab ihr einen Rat. Sie erfüllte ihm den Wunsch. Er beging die Tat. Sie stellte einen Antrag. Er tat ihr einen Gefallen. Sie lag ihm in den Ohren. Er ging ihr auf die Nerven. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein. Pronomen. Er dankte Ihnen für die Hilfe. Er ist 5 Jahre alt. Sie waren mir sehr behilflich. Sie ist nur 3 Meter breit. Er wandte sich von ihr ab. Sie vergaß oder sie vergaßen es schnell wieder. Die Tüte, also sie, ist 2 Kilo schwer. Dieses Verhalten ist ihm angeboren. Hier könnte man auch jede andere Dativform einsetzen. Sie ist 230 Kilometer lang. Sie sieht ihm ähnlich. Er gab es ihnen zurück. Mich interessiert das nicht. Sie bezog sich auf ihn. Er hat es angezogen. Er nahm an ihm teil. Es war ihm nicht möglich. Sie waren auf ihn angewiesen. Sie hat ihn mit ihr verglichen. Sie ist von ihm überzeugt. Sie erinnerte sich an ihn. Er drohte ihnen. Das trifft nicht auf ihn zu. Ihnen war es egal. Sie sah ihn lange an. Ihnen gegenüber äußerte er sich. Sie ist für ihn zuständig. Er ist nicht für sie geeignet. Es war ihnen gelungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.